Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind heute wieder am Start mit einem Track von Sly, die sich jetzt übrigens umbenannt hat. Ich habe es auf Instagram gesehen. Für alle, die verwirrt sind, auch nochmal hier die Aufklärung. Sly heißt jetzt Sly V-E-E. Sly V-E-E. Damit man sie eindeutig und besser bei Google findet und damit sie überall auch den gleichen Namen hat. Und damit man sie einfacher findet einfach als nur Sly. Sly V gibt es nur einmal, dann findet man sie direkt auf allen Plattformen, weiß wie sie heißt. Deswegen heißt sie jetzt Sly V und Sly vorher ja schon und jetzt V. Das V ist, meinte sie irgendwie, auch eine Abwandlung in irgendeiner Art und Weise von ihrem bürgerlichen Namen. Deswegen daher hier nochmal die Info weitergetragen, Freunde, nur damit ihr Bescheid wisst. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, hören wir jetzt hier rein bei Sly V, was sie will. Produziert das Ganze bei DMS Beats. Kommt sehr gut an, hat aber noch zu wenig Aufmerksamkeit. Freunde, geht alle auf den Channel rauf von Sly, lasst erstmal ein Abo da. 27.000 Abonnenten, Freunde, macht mal ein bisschen mehr. Geht mal echt drauf, macht ein bisschen Welle. Sly ist eine sehr talentierte junge Frau, finde ich. Und falls ihr meine anderen Reactions zu ihr gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich ihre Art von Mucke sehr, sehr gerne mag und gut feiern kann. Und jetzt hat sie endlich mal wieder was rausgehauen. Es dauert bei ihr immer ein bisschen, weil sie sehr perfektionistisch ist und viel zu tun hat. Aber ich freue mich jetzt auch wirklich drauf. Ich habe ein bisschen Zeit gelassen, 2, 3 Tage jetzt. Und jetzt hören wir rein bei was sie will. Ich bin gespannt, Leute. Ich habe schon auf Instagram gesehen, sie hat am Pool auf jeden Fall gedreht. Am Pool gedreht vorne, ja? Let's go. Video wieder von Jan Schulze, den ich, glaube ich, 30 Mal in meinem Leben als Yannick Schulze betitelt habe. Also Jan Schulze, Kuss geht raus, Mann. Sie ist ambitioniert, das ganze Money ist ihres. Hat sich selber von der Rolex jedes Gramm finanziert. Braucht kein Ja-Wort eines Mannes dafür, denn sie wartet nicht darauf, dass man ihr alles spendiert. Sie spielt. Okay, ich muss sagen, Leute, ich muss ja direkt sagen, ja. Die Leute im Video können sich auf jeden Fall alle bewegen. Auch Sly. Die Leute können sich bewegen. Die wissen auf jeden Fall, wie man das macht, Freunde. Falls ihr einen guten Background-Dancer sucht, ich biete mich an. Meine Hüften sind aus Gold, Baby. Deines Mannes dafür, denn sie wartet nicht darauf, dass man ihr alles spendiert. Sie spielt nur nach ihren eigenen Regeln. Wird ihr davon höchstens einmal erzählen. Und vielleicht wirst du sie kein zweites Mal sehen. Denn wer nach 3 Minuten kommt, muss nach 3 weiteren gehen. Und du konntest bisher jede, die du wolltest, haben. Ja, aber du bist nicht ihr Teil. Ungefähr der 10. Typ mit solchen Phrasen. Sie steigt in den Beamer und sagt bye, bye, bye. Ihre Ziele so weit. Sie wollte schon immer Spielerin sein. Der Flieger bereit, es weiß niemand Bescheid. Sie ist Bonnie, aber nimmt lieber die Levi's statt Kleid. Sie weiß, was sie will. Die Bonnie und Kleidline gefällt mir sehr gut. Sie ist Bonnie, doch nimmt lieber die Levi's als Kleid. Stark, also dass sie lieber die Levi's trägt. Oder Sachen von Levi's trägt, als jetzt ein Kleid. Kann man so sehen. Oder halt auf Bonnie und Kleid bezogen, wisst ihr, wie ich meine. Ich muss die Line ja nicht erklären, hat ja jeder gecheckt, aber es ist eine stabile Line, finde ich. Ey, geiler Sound bis jetzt. Geiler Sound, Alter. Gefällt mir, ist ein bisschen andere Stimmlage. Und auf jeden Fall so ein bisschen. Es kommen so ein bisschen. Wie heißen die Vibes, Leute? Warte, ich muss noch kurz schmecken. Weiß niemand Bescheid. Sie ist Bonnie, aber nimmt lieber die Levi's statt Kleid. Oh, ich weiß es nicht genau, Freunde. Wonach schmeckt das denn? Es ist so ein bisschen mexikanisch, aber ganz wenig nur. Ihre Ziele so weit. Sie wollte schon immer Spielerin sein. Ja, so ein bisschen Narcos-Feelings kommen da auf jeden Fall hoch, Mann. So ein bisschen Narcos-Feelings sind auch so. Ja, ich kann es ganz beschreiben, Leute. Es ist so ein bisschen. Es ist nicht sommerlich. Es ist so ein bisschen. Aber es ist ein bisschen warm. Es ist ein bisschen warm auf jeden Fall. Aber auch so ein bisschen James Bond. Ja, so ein bisschen James Bond. Sie ist so ein bisschen James Bond-mäßig unterwegs. So, sie ist der Big Player. Ich bin über euch allen. Ihr spielt in der unteren Liga, Kreisliga. Ich bin Champions League, Mann. Kommt an mich ran, aber es wird euch nicht gelingen. Ihr könnt mit mir nicht mithalten, denn ich bin Sly V, Motherfucker. Der Flieger bereit, es weiß niemand Bescheid. Sie ist Bonnie, aber nimmt lieber die Liga als das Kleid. Sie weiß, was sie will und weiß genau, was zu tun ist. Ja, ja. Sie fährt ihren eigenen Film, zeigt ihr auch, wann genug ist. Ja, ja. Och, dieses Ja, ja, Freunde. Ich glaube, so wie ich Sly kenne, wird sie da wieder extrem lange nur an diesen Ja, ja, dass diese Betonung perfekt sitzt, so wie sie jetzt ist, wird sie da Wochen dran gesessen haben. Safe, safe, sie wird Wochen nur an diesem Ja, ja gesessen haben. Es hat sich gelohnt. Boah, da ist so eine.
so eine gut betonte Pause drin. Es hört sich dumm an, aber sie hat die Pause gut betont. Achte drauf. Sie weiß, was sie will und weiß genau, was zu tun ist. Ja, sie fährt ihren eigenen Film, zeigt ihr auch, wann genug ist. Ja, das ist stabil. Sie hat einen eisernen Willen, kann leise, kann wild. Sie erweitert dein Bild, weil sie weiß, was sie will. Weil sie weiß, was sie will. Baby, sie weiß, was sie will. Sonne auf der goldenen Haut, sie pfeift auf dein Bild von der Rolle der Frau. Sie weiß, was du... Finde ich aber, ist auch ein wirklich schöner Track bis jetzt, Alter. Also von der Message auch her, so, wisst ihr? Dass man halt nicht nur dieses eine Typ Frau, dieses eine Bild der Frau im Kopf hat, sondern dass es auch Frauen gibt, die ihren eigenen Kopf haben, so. Aber nicht auf arrogant und bitchig. Wisst ihr, es gibt ja so Shirin David-like, sag ich mal, die es auf sehr arrogant und sehr bitchig machen, aber bei Sly hat es klasse. Da hat es Stil irgendwie, finde ich. Du willst und macht vollen Gebrauch, weil es 10 weitere gibt und die wollen es auch. Von Prada sind die Shorts, sie will baden im Resort und von Bali geht es morgen im Privaten nach New York. Sie ist Minimum eine 10 von 10, doch auf deiner Skala kommen ihre Zahlen nicht mal vor. Date krasavchik, no yeste ramo. Date krasavchik, no yeste. Freunde, kommt wieder der russische Part rein. Der russische Boss ist am Start, hat gerade gesagt, abonniert Flo der Flo, er sieht sehr gut aus. Danke, Sly, für das Kompliment. Prostata, Bruder? Okay. Jeder wie er will. С ней все просто так не пойдет. Эта девушка знает, чего она хочет. Она тебе не даст, но возьмет. Sie weiß, was sie will. Und weiß genau, was zu tun ist. Ja. Geile Hook. Sie hat ihren eigenen Film. Zeigt ihr auch, wann genug ist. Ja. Denn sie hat einen eisernen Willen. Kann leise, kann wild. Sie erweitert dein Bild, weil sie weiß, was sie will. Ja. Weil sie weiß, was sie will. Aber wisst ihr, hier kommen so die leichten mexikanischen Vibes raus. Da haben sie so einen kleinen dicken Mexikaner engagiert, der Bohnen isst und so ein bisschen. Mach, das höre ich raus, Alter, höre ich raus. Baby, sie weiß, was sie will. Sie weiß, was sie will. Sie weiß, was sie will. Ach, Bruder, die weiß auf jeden Fall, was sie will, Bruder. Baby, sie weiß, was sie will. Und weiß genau, was zu tun ist. Ja. Sie fährt ihren eigenen Film. Ist catchy. Sie auch, wann genug ist. Ja. Ist echt catchy. Denn sie hat einen eisernen Willen. Leise kann wild, sie erweitert dein Bild, weil sie weiß, was sie will, ja. Weil sie weiß, was sie will. Baby, sie weiß, was sie will. Baby, sie ist gut, weiß, was sie will. Ist gut, gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut sogar. Freunde, wir kommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Ich finde, Sly hat einen sehr eigenen Style. Sie hat einen sehr, sehr eigenen Style. Das geht auf jeden Fall so ein bisschen ab und zu in die Raf Kamora-Richtung. Da sind viele Eindrücke mit dabei, aber overall würde ich sagen, dass man Sly jetzt nicht in irgendeine Schublade stecken kann, weil sie sehr oft ihr eigenes Ding macht und sehr oft eigene Styles fast schon kreiert, weil sie mehrere Sachen kombiniert. Bruder, stabiler Reim an dieser Stelle. 10 von 10 an dieser Stelle an mich. Und ich denke auch, dass wenn sie weiter so macht, dass es sich auch noch, dass der Hype auch noch kommen wird und hoffe ich für sie auch, dass da noch mehr Aufmerksamkeit kommt. Da muss aber mehr Output her. Ich brauche mehr Output, Freunde. Ich brauche mehr Output. Sie ist halt sehr perfektionistisch. Das ist das einzige Problem vielleicht, dass sie mehr Stuff und früher Stuff schon raushauen soll. Aber wer weiß, ob sich vielleicht dieses eher, was ich so extrem geil fand in der Hook, so geil angehört hätte, wäre sie nicht so perfektionistisch. Ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ist immer ein bisschen schwer zu sagen, ne? Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sie sehr talentiert ist, dass sie sich extrem gesteigert hat in der kurzen Zeit, jetzt innerhalb von 1 bis 2 Jahren irgendwie. Das ist einfach eine krasse Steigerung gewesen. Und ich finde auch, dass man auf jeden Fall merkt, dass sie sehr viel Zeit rein investiert, weil da ist überall so kleine Details, die einem vielleicht auch beim zweiten, dritten Mal erst auffallen, die wirklich gut sind. Und es hört sich einfach sehr routiniert an. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das, was noch kommt. Ich fand den Track sehr, sehr gut. Vielleicht jetzt, er hat sich nicht ganz sommerlich angefühlt, aber der wäre im Sommer vielleicht ein bisschen mehr abgegangen sogar noch. Ich weiß es nicht genau, Leute. Vielleicht 2 Monate früher, der wäre noch ein bisschen mehr abgegangen. Ich kann es schwer sagen, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Track, gute Message dahinter, stabiles Video. Und supportet sie auf jeden Fall, wenn ihr das ähnlich seht, Freunde. Link auf jeden Fall zum Original in der Beschreibung. Lasst Liebe und nochmal ein Abo dort da. Und würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.